SDA. Gegen SDA. Nein, SDN natürlich. Der hier mehrmalig oder die meisten NZ-Wins hat. Winners Round, ja, Winners Finals. Und geht auch direkt explosiv los. Genau. Ja, also man muss natürlich sagen, so die größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen hat SDN. Oh mein Gott. Das war's noch nicht, oder? Die Bombikörper ist nicht schnell genug, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die auf der richtigen Seite war, also ob er die Zeit hatte. Also auf die richtige Seite. Jetzt zwingt hier auf SDN zu einer High Recovery, aber es gibt kein Punish. Und SDN hat Stage Control. Oh, ist er ein Pfeil? Ja, ein Pfeil in der Hand. Braucht er nicht unbedingt, aber hey. Kommt auf die Abstand raus, direkt gepunished. So, dann haben wir ja, da wusste er genau, dass die Rolle kommt. Oh oh. Das ist aber fein. Oh, ich dachte schon, er macht so ein Suicide-Teil, aber. Ja, okay. Machen können. Wäre wahrscheinlich so gut gewesen, aber falls es halt nicht klappt. Oh. Entgeht der Bombe knapp. Ich glaube, das ist so die Win-Condition von Nice Face, dass er ihn irgendwie Offstage mit der Bombe bekommt, wenn er Side-B. Also er muss die Side-B up die auf jeden Fall gut punishen. Das ist auch möglich. Oh, oh mein Gott. SDN wusste genau, wo er landet. Mhm. Keine Chance. Das ist keine gute Situation für Nice Face. Nice Face ist hier auf jeden Fall nicht am Drücker. Ich glaube, hier den Stock ausgleich. Ich höre mich nicht mehr. Ja, das passiert manchmal aus, ich weiß nicht warum. Irgendwas ist weird. Ist vielleicht aber dir auf dem Zug? Nee. Naja, ist es erstmal so. Ja, also, Nice Face, immer noch ein Stock weniger. Fällt da raus aus dem Upslash, natürlich auch bitter für ihn. Ja, entweder reagiert er sehr schnell direkt so, oder er hat gewusst, dass er da Jump kommt. Ich bin da hier. Schöner Airdodge. Ah, Nice Face versucht es mit der Abi zu punishen, aber es ist natürlich schwierig, wenn du sehr niedrig bist mit der Ike-Abi. Mhm. Da kommt dann doch schon erst das Schwert hoch und dann Ice Ike. Genau. Und Ike kann auch einfach niedrig genug bleiben, dass Schwert über sein Kopf wirkt. Ich glaube, die beste Möglichkeit hast du tatsächlich mit Jump und dann Down Air. Wahrscheinlich. Oh, er weiß genau, was abgeht. Boah, es ist wieder weg. Da kommt die Abi raus. Den SDN aufbaut, ist wirklich. Er bleibt da einfach stehen. Er steht da. Einfach nur steht da. Menacing. Ich habe auch immer noch nicht ganz verstanden, wie SDN so wirklich spielt. Also ich habe gegen viele Leute schon gespielt und irgendwann habe ich immer rausgefunden, so was die ausmacht. Aber bei SDN ist es immer noch sehr schwer zu sagen. Ja, für mich. Das kann man wahrscheinlich mit einem Wort zusammenfassen, aber ich glaube, er ist einfach. Er spielt sehr ruhig und sehr reaktiv. Ja. Yeah. Also ich glaube, er ist einfach sehr schnell, was Reaktion angeht. Glaube ich auch. Und dann benutzt er das auch sehr viel. Erzeugt Situationen, wo er aber reagieren kann, indem er einfach halt patient ist und auf die Reaktion auf die Gegner wartet. Aber. Aber er erwartet auch viel, also diese ja. Dash-Tag-Reads zum Beispiel. Das ist gut, wenn er dich halt so conditioned, dass er halt langsam ist, dass er wartet, dass er reagiert, dann sind natürlich diese proaktiven Aktionen. Oh mein Gott! Der hat keine Zeit mehr, glaube ich. Dürfen wir das zeigen? Zensieren auf den YouTube-Videos. Aber man merkt das in Mindgames, was da passiert. Hier kommt ein Landing Nuclear und dann erstmal. Das hörte sich gerade so geil an. Der eine Spotwatch, der andere macht das mal Jump näher. Okay. Ja, versuchen wir zu spiken. Vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen Angst vor diesen Bomb Recovery. Ich weiß nicht, wie gut er die anpacken kann. Das war ein SD vielleicht? Das war geplant. Geplante Side-B. Okay. Hier doch ein kleines Comeback gerade von Nice Face. Zumindest gut Damage. Und hat auch SDN in der Defensive, das heißt, da kriegt er dann den Grab. Und dann fällt er für den Nike-Krieg. Normal get up into Abi. Das ist natürlich immer viel Damage, ne? Das sind 20 Damage. Und oder so. Da ist er wieder die gute alte SDN Dash Attack. Aber sie killt nicht. Das ist was Neues. Landing up. Er kennt die Option von SDN. Er weiß, dass Nice Face da jumpen möchte und macht direkt einen Upset. Okay, also. Wenn die erste nicht killt, try again. Warte, das so. Und er versucht auch immer, Nice Face super early zu killen, ne? Also ja. So offstage mit den Fairs. Ich glaube, das ist ja auch ziemlich gut. Kann natürlich risikoreich sein, aber SDN weiß, was er tut. Das hätte vielleicht noch nicht oh, schade. Wie er da Abstand hält, dass er schön aus der Bombe bringt. Ja. Der weiß schon, was er tut. Ich habe das Gefühl, er hat diesen Champion schon mal gespielt. Okay. Ja. Hat sich den Kill da noch geholt. Das geht mit der Bombe.
Ich weiß nicht, also wenn er jetzt vielleicht das Game auch noch holt, oder auch wenn er sich das nicht holt, vielleicht kann er das ja noch ein bisschen emulieren. Also vielleicht noch ein paar Mal mehr mit der Bombe. Vielleicht. Ich muss mir Sorgen, da war schon wieder der Jump Read. Er hat den. Er wartet auf den Air Dodge. Der Air Dodge kommt, aber es war ein Direction Air Dodge. SDN scheint hier zumindest ein bisschen im Nice Face Kopf drin zu sein. Nice Face muss ihn da rauswerfen. Frame Trap. Man muss da machen, sonst ist er tot. Wow. Ich glaube, es ist in seinem Kopf. Ich habe das Gefühl, es ist in seinem Kopf. Ja. Ja, die Side-B-Kills sind immer super trollig. Kaum jedenfalls darüber. Na, das ist ein. War ja offensichtlich. Ich bin. Oh, ich sehe schon. Geschockt. Rob hier im Chat. Was geht, Rob? Moin, Rob. Was liegt dem Rob auf der Seele? Wir sehen auf jeden Fall, er feuert Nice Face an. Ist natürlich jetzt schon 2-0, aber hey. Reverse Sweeps sind passiert, werden passieren. Ich sollte mir abgucken, wenn du Updates zu machen, das scheint zu funktionieren. Oh. Okay, vielleicht nur Präjektile. Man muss aber sagen, wie closer das war, als es vielleicht ausgesehen hat. Wenn er da den Jump von SDN bekommt, ist SDN in einer richtig schlechten Situation. Hm. Okay, jetzt aber wieder offstage. Das ist immer super scary bei ihm. Ja, wir sehen wieder keine Bombe, glaube ich. Okay, Bombe. Ah! Oh, diesmal ein nice face Jump, kriegt den die ersten Zeiten. Das ist halt so das Ding, du musst eigentlich immer die Jumps rauskitzeln aus Ike offstage. Das ist korrekt. Ist aber nicht so leicht. Zum Glück hat er nur einen davon. Das heißt, er keine Flügel. Das kannst du darüber. Aber er hat seinen Double Jump noch. Also kann er da einfach kommen. Oh, das ja. War gut. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber er hat ihn da aus der Kante geschoben, dass er nicht an die Kante zurück konnte. Das ist natürlich 2-0 gerade. Aber Nice Face mit dem Moves. Nice Face im Lead. Und Nice Face wurde bis jetzt noch nicht ge-F-Smashed. Das ist ein gutes Zeichen. Den SH Rival. So ist es. Natürlich gibt es noch ein paar andere Rivals, aber die sind nicht so oft mehr hier. Also Rufen noch hin und wieder. Oh, da hat er ja den Jump auf die Stage gesehen oder an die Kante zu hoch. Robin GG hat man lange nicht mehr gesehen. Ich glaube seit Weihnachten vor einem Jahr. Ja, wir müssen aber hier nicht, dass SDN hier zu confident wird. Und dann fehlt natürlich Häschen. Häschen war der Rival. Ich hab den jetzt bestimmt einmal gesehen. Ja, der spielt auf jeden Fall Joker, aber ich glaube, der ist auch auf andere Sachen konzentriert. Einfach. Ja. Ich hatte die Ehre, gegen seinen Joker zu spielen und da kommt der Punish. Und wie war? Ich habe überraschenderweise gewonnen, aber sein Joker war auf jeden Fall clean. Oh, okay. Das ist wie bei vielen guten Charakteren, wenn du keinen Bock auf das Spiel mehr hast, dann spielt er gegen die das Spiel gut. Also. Aber ich fürchte, dass SDN und Nice Face da noch im anderen Level sind. Ja, also, na klar. So. Oh. Ja. Schöne 1-2. Also kommt der Damage. Nice Face. Es geht inzwischen bei SDN echt fix, ne? Also, ein paar Matchup hat er einfach echt raus. Und ich glaube, er guckt sich das auch alles, guckt sich die Replays an und analysiert die und so. Und das bringt einen auch natürlich nochmal einen ganzen Schritt nach vorne, wenn man sich wirklich die Mühe macht. Das ist auf jeden Fall. Alle Leute, die hier zugucken und vielleicht besser werden wollen, Replay angucken, eigentlich identifizieren, ist eine super Sache. Genau. Und da können wir unseren Sponsor rein. Das nicht, aber unseren YouTube-Channel. Also wir laden alles, was hier gestreamt wurde, auch hoch. Von daher könnt ihr euch die Replays gerne angucken. Auf NZ/Smash. Auf YouTube. Oh! Noch ist nicht alles verloren. Oh! Aber da kommt wieder ein bisschen Panik raus. Ne? Er rollt in SDN rein und weiß nicht, was er machen soll. Also macht er näher, was immer eine gute Antwort ist mit Link. Oh! Oh. Niemals! Oh! Uff! Oh je! Das ist natürlich rough, ne?